Okay Leute, heute gehen wir in Tempel, Brasilien Jiu-Jitsu, eine neue Gym in Phuket, ja, eigentlich eine Gi-Schule. Ich habe jetzt nur eine Gi-Hose, kein Oberteil. Ich hoffe, die lassen mich überhaupt rein. Seid gespannt, dann kommt mit. Hier sind wir jetzt in einer wunderschönen Anlage, Tempel Jiu-Jitsu. Ja, kommt mal mit rein und schaut es euch an. Hello, Professor. Yes, sir. How are you? I'm fine, thank you. Good, Brandon. Good. Mit Mobility, wir sind zwar zu spät, aber er lässt uns noch rein. Just under your collarbone on the chest muscle here, and you lean into the ball like this, just find yourself a corner. Move around a little bit, find a painful spot. Once you get a spot, you can put some pressure kind of here. Stretch it about up 5 if you're constantly contracting. Then you bend the other knee as well, and then move around, and again try to find a painful spot. So just move around the area a little bit. Push your hips back a little bit, like this, and then walk sideways. And you should feel this in your glutes and your butt muscles. It's just stimulation, not annihilation, you know? So before the training session, you don't want to do too much and you go crazy. So you can take off again. So you're stretching your hip. So the bend is good. Yeah, pulling your thigh bone away from the stomach, creating a little bit more space in the hip joint. Push your knee out then again. Das war's mit Mobility und jetzt Jiu-Jitsu. Das erste Mal seit 3 Monaten wieder. Ich bin gespannt. So, jetzt habe ich ein Gi. Okay, guys, thanks for coming along again today. So, we'll stick with some basics and then we'll get some rolls in, okay? Feet together. Awesome. Let's start running. Through. Change my angle. And attack it up. Okay?
begin. Sit up, get the mat. My foot goes to the knee. I'm going to scoot this way. Okay, from here, I change. Come up the side. You ever watched that? Straight across. Same as the collar drag, you look like a man on your own. If you ever watch like Felipe and you repeat, really good flat drag, he just flat drags people. Like they'll start to wrestle him and stuff, and just grab lats and do flat drags. And he even doesn't yet finish his sweep. Grab him. Really easy, what I'm about to say, but sometimes we need to explain this. Some people are aware of it, okay? So if I'm trying to scissor sweep, doesn't matter what part I'm trying to scissor sweep, the armbar, the lat drag, any stage, none of it's working, I don't want to leave my guard open, okay? So if I get stuck and none of it's working, all I do is pull Burrow back. Yeah.
Freunde, hier ein paar Worte vom Professor. Heute ist sehr schönes Training. Dankeschön. Hi guys, my name is Coach Campbell. I'm the coach at Temple BJJ along with Professor Olavo, who teaches our morning class. Yeah, number one gym in Thailand, if not Asia, if not the world. And I hope he's going to make it. Gut. Okay Leute, also jetzt wie war's hier? Was mir sehr gut gefallen hat, sind die Leute sehr nett, alle offen. Ja, man kann miteinander quatschen, rollen, alle Nationalitäten zusammen. Hat mir sehr gut gefallen. Und man muss aber hier sagen, es ist wirklich eine reine Brasilien Jiu-Jitsu Schule, nur mit Kimono betrainiert. Man wird auch mal beim Rollen den Gi ausziehen, aber ansonsten die Technik vor dem Rollen, alles sehr grip-orientiert. Also für MMA-Leute nicht 100% geeignet, aber für Leute, die gerne mit dem Gi trainieren, eine 1A-Schule. Sehr schöne Location, High Level, ja, und einfach macht Spaß. Kleiner Makris, es gibt nur eine Dusche, vielleicht werden die noch umbauen und dann kommt man schneller zum Duschen, muss nicht so lange warten. Aber es gibt auch einen Pool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal bei MMA Guide.